Moin und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns mal die zweite Liga an. Ich gebe natürlich mal wieder eine Prognose, Vorhersage ab und mal schauen, wie die zweite Liga aussehen wird. Zuallererst will ich mich aber bedanken dafür, dass eben das letzte Video echt unglaublich gut angekommen ist und natürlich über den Abo-Zuwachs. Also wirklich über 50 Abos habe ich allein durch das neue Video gemacht und das ist einfach ja unglaublich stark für meine Verhältnisse und da kann ich einfach nur noch mal sagen, vielen, vielen, vielen Dank. Ihr macht den Kanal zu dem, was er ist und ich freue mich einfach auf die weitere Zukunft. Heute schauen wir uns natürlich die zweite Liga an, die ich natürlich durchtippen werde. Diesmal von unten nach oben, weil natürlich, ne, wer steigt auf? Das ist natürlich viel, viel interessanter, wer als wer absteigt. Und ich werde natürlich unparteiisch sein. Schauen wir uns also gleich mal Platz 17 und 18 an. Die zwei Absteiger. Braunschweig für mich ganz klarer Abstiegskandidat. Zu gut für die dritte Liga, zu schlecht für die zweite Liga. Ich nenne das auch das Terodde-Syndrom. Das ist ja ähnlich. In der zweiten Liga bombardiert er alles und in der ersten Liga geht gar nichts. So ähnlich ist es auch bei Braunschweig. Dritte Liga, easy peasy, zweite Liga, schon was anderes. Bei Magdeburg bin ich einfach so zwiegespalten. Einerseits gönne ich denen, dass sie auf jeden Fall in der zweiten Liga bleiben. Ich finde die unglaublich eine geile Truppe. Auch der Trainer natürlich, Christian Tietz. Ja, gut, also den mochte ich schon bei Hamburg. Ist mir immer noch unerklärlich gewesen, seine Entlassung, aber nichtsdestotrotz Magdeburg einfach qualitätstechnisch und von der Breite her nicht gut genug, um in der zweiten Liga zu bestehen. Relegationsplatz Numero Uno ist für mich Regensburg. Ja, der Jahn hat ja auch letzte Saison nicht mehr ganz so stark performt. Am Anfang der Saison haben die noch richtig, richtig gut performt, waren auch lange Zeit oben mit dabei und dann kam kompletter Einbruch und ja, am Ende wurde es der 15. Tabellenplatz. Diese Saison wird schlimmer, der 16. Platz winkt. Aber ich denke, falls es zu einer Relegation kommt, wird es Regensburg auf jeden Fall schaffen. Platz 15 wird Sandhausen. Sandhausen wird auch wieder eine schwere Saison haben. Klar, sie haben sich jetzt eigentlich ganz gut verstärkt mit auch einem David Kinzombi. Aber das reicht in meinen Augen auch noch nicht. Sandhausen ist immer so ein Abstiegskandidat, da kann ich mich einfach auch nicht frei machen von. Platz 14 geht an den anderen Aufsteiger Kaiserslautern. Ich glaube, die Roten Teufel werden schon ganz schön hart rangehen, viele Fouls machen, aber so, du musst auch so spielen, um in der zweiten Liga zu bestehen. Deswegen, die Roten Teufel werden auch eine schwierige Saison haben, nicht nur, weil sie ihren Stammtorhüter nach Hamburg verloren haben, aber ja, die Roten Teufel bleiben uns natürlich erhalten. Platz 13 ist bei mir St. Pauli und oh mein Gott, da werde ich mir jetzt keine Freunde machen, weil viele werden jetzt wahrscheinlich denken, oh, der ist HSV-Fan, der hatet ja aus Prinzip St. Pauli, weil, ne, Lokalrivalen. Nee, eben nicht. St. Pauli muss ich einfach neidlos anerkennen, was die letzte Saison gemacht haben. Fußballerisch war auf jeden Fall besser, was der HSV geboten hat, in meinen Augen aber zumindest. Und es hat einen Grund, warum ich St. Pauli so weit unten ansiedle und das ist einfach die Massenflucht. Die haben so viele Leistungsträger verloren mit Guido Burgstaller, mit Kjær zu Freiburg, dann ein Finn Ole Becker, der ist total guter Mittelfeldspieler gewesen, den haben sie auch verloren. Dann einen guten Innenverteidiger, Lawrence. Also so eine richtige Massenflucht ist einfach ausgetreten bei St. Pauli und wie man die mit wenig Geld eben ersetzen kann, das sehe ich einfach nicht. Und deswegen wird St. Pauli diese Saison es sehr, sehr schwer haben, weil einfach von der Qualität her sehr viel weggefallen ist. Im Tabellenmittelfeld landet der erste Absteiger. Kräuter Fürth sehe ich ja eine solide Saison vor denen. Platz 12 ist ja ganz okay. Die haben auch nicht dieses Ziel, wieder aufzusteigen. Klar, es wäre schön, wenn man wieder aufsteigt, aber trotzdem, es ist nicht so wie bei anderen Absteigern, dass man gleich wieder sagt, ey, erste Liga, das muss jetzt jede Saison das Ziel sein. Deswegen, Kräuter Fürth wird sich erstmal finden, wird erstmal eine ruhige Saison haben und haben ja auch ein paar Abgänge mit Havard Nielsen. Fehlt jetzt eh ein Top-Stürmer bei ihnen. Deswegen, Platz 12
leider für die Blätter. Platz 11 geht an die Aussies, die Rostocker. Die habe ich auch letzte Saison schon überzeugt mit ihrer Mentalität. Ein wenig so wie Union Berlin, natürlich von der Qualität her noch meilenweit davon entfernt. Trotzdem muss man einfach sagen, das ist eine gestandene Truppe und die kann sich auf jeden Fall gegen groß und kleinere Vereine richtig gut wehren. Deswegen Rostock überhaupt keine Bedenken, dass die irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben werden. Platz 11 für die. Platz 10 Hannover 96. Dieses Mal nicht so richtig im Abstiegsstrudel zwar gefangen, aber trotzdem wird es einfach eine enttäuschende Saison, weil Hannover will natürlich wie jede Saison eigentlich oben mitspielen, aber es klappt einfach nicht. Ich sehe es auch nicht, wie das irgendwie funktionieren soll. Die Stürmer, die schießen dort keine Tore. Im Mittelfeld passiert auch wenig. Die Abwehr lässt zu viel zu. Immer wieder Patzer vom Torhüter. Also Hannover 96 ist wirklich, ich weiß auch nicht, ich sehe da einfach nicht, wie die einfach mal gut performen können. Platz 9 und 8 geht an Darmstadt und Paderborn. Paderborn, glaube ich auch wieder, die werden so viele Tore schießen, aber natürlich so viele Tore auch zulassen, so unnötige Unentschieden wiederholen, sodass man am Ende wirklich, also es geht weder nach oben etwas, weder nach unten etwas. Die sind komplett im Mittelfeld gefangen. Bei Darmstadt, ich weiß, die haben letzte Saison richtig gut performt. Das heißt aber nicht, dass es auch diese Saison klappen kann. Klar, die Truppe ist bisher zumindest noch zusammengeblieben. Mit der Offensivkraft Tietz haben sie auch einen richtig guten Spieler da vorne. Pfeiffer auch extrem gut. Aber trotzdem, lass mal einen davon wirklich krankheitsbedingt ausfallen. Dann hat man die gleiche Problematik wie beim VfB Stuttgart und man findet sich ganz schnell im Abstieg wieder. Sowas sehe ich eigentlich gar nicht für Darmstadt erstmal kommen. Deswegen Darmstadt Platz 8. Aber ich denke einfach, wenn sich dort einer verletzt, der ist schwierig aufzufangen. Deswegen Darmstadt. Tut mir leid, ich mag euch, aber trotzdem, ihr werdet nichts mit dem Aufstieg zu tun haben. Platz 7 geht für mich an Holstein Kiel nach einer enttäuschenden Saison, obwohl die Rückrunde war ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da hat man sich gefangen, aber die Anfangszeit war eben beschissen. Deswegen jetzt kommt die Revanche und die wird auf jeden Fall glücken. Kiel wird gleich am Anfang eigentlich gut performen. Die haben auch eigentlich Top-Leute. Louis Holtby, der Mittelfeldregisseur, vorne eben jetzt Fried, von dem halte ich eh sehr, sehr viel. Schon damals in der Bayern-Jugend eigentlich ein sehr feiner Kerl. Und natürlich jetzt Gott himself, Fiete Arp, ist der auch noch da. Deswegen Platz 7 für die Störche. Platz 6 geht an meine Freunde aus Karlsruhe. Wirklich, also der KSC hat sich gemacht. Die performen richtig gut, der Trainer gefällt mir richtig gut. Wie sie spielen, gefällt mir einfach unglaublich gut. Aber warum setze ich sie dann auf Platz 6? Das hat seinen besonderen Grund und zwar Hoffmann. Hoffmann verlässt ja den Club. Das heißt, es fehlt einfach ein Top-Stürmer und es ist unglaublich schwer, so jemanden zu finden, der eben diese Tore macht. Und da glaube ich, wird KSC es schwer haben, bis es ist eigentlich unmöglich, einen Hoffmann richtig zu ersetzen mit dem Geld, was die zur Verfügung haben. Deswegen Platz 6 ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber trotzdem der KSC rechne ich gute Chancen an, falls der HSV mal aufsteigt, dass die als nächstes aufsteigen werden. Platz 5 ist der nächste Absteiger, Arminia Bielefeld. Die werden sehr, sehr ballbesitzsicheren Fußball spielen. Die werden wieder ihre 60-70% haben pro Spiel, werden das Spiel richtig dominieren. Aber ich glaube einfach nicht, dass es reicht. Denn ähnlich wie bei St. Pauli sind ein paar Leistungsträger eben weg vom Club. Cedric Brunner zum Beispiel, Ortega. So die Hälfte der Abwehr ist weg. Die kann man schwer ersetzen. Kommen wir also zu Platz 4 oder wie ich ihn auch nenne, der HSV-Platz. Der geht dieses Mal an Heidenheim und die sind ja immer eigentlich oben mit dabei, haben ähnlich wie der HSV irgendwie immer so, ja ich weiß auch nicht, das Bedürfnis ist am Ende dann doch wieder zu verspielen und so wird es auch wieder diesmal sein. Der 4. Platz, der riecht für mich nach Heidenheim so stark, auch wenn sie einen unglaublich guten und charismatischen, guten
Trainer haben, ja, aber es wird mal wieder nicht reichen. Heidenheim spielt einen unglaublich starken Fußball. Das letzte Mal, wo sie mich wirklich enttäuscht haben, war damals bei der Relegation gegen Wolfsburg war das. Und deswegen vielleicht ja in ein, zwei Jahren wird es was mit dem Aufstieg. Platz 3 geht an den Nürnberg. Platz 3 geht an Nürnberg. Dieter Hecking hat einen guten Job vollbracht mit Daferner und Winzheimer, kommen gleich zwei gute Offensivkräfte. Und bei Nürnberg fehlt es eigentlich seit Jahren nur eines, und zwar ein richtiger Stürmer. Jetzt haben sie eben zwei halbwegs gute Offensivkräfte. Gerade Daferner, denke ich, wird richtig, richtig gut sein. Und Winzheimer, ja gut, also dass der beim HSV eben nicht das Gewohnte abgerufen hat, das verstehe ich bis heute nicht. Denn ich halte immer noch sehr, sehr viel von ihm. Deswegen die zwei da vorne spielen zu sehen, ich glaube, das wird sehr, sehr schön anzugucken sein und wird viele Abwehren und Innenverteidigern vor Probleme stellen. Platz 2 geht an HSV. Platz 2 geht an endlich an meinen HSV. Und ja, ich weiß, viele sagen jetzt, ah, es sind so viele Leistungsträger weg, bla bla bla. Aber der HSV ist sich wirklich mal diese Saison treu geblieben. Sie haben an den Trainer festgehalten. Sie haben weiter auf dieses Spielsystem. Also es wird einfach weitergemacht und nicht irgendwie wieder alles vom Board geworfen. Man hat sich bisher eigentlich ganz gut verstärkt mit Laszlo Benesch. Ist wirklich ein guter Mittelfeldspieler endlich da. Und mit Kinzombi hat man auch ein paar Störenfriede eben wegbekommen. Immer gut. Klar, Sonny Kittel ist zwar immer noch da, aber der könnte auch immer noch wieder ein wenig stärker werden. Das heißt, ich rechne dem HSV wie jede Saison natürlich es zu, dass er aufsteigt. Wer wäre ich, wenn ich es nicht tun würde? Weil einfach auch die Konkurrenz, ja, sie ist ein bisschen schwächer geworden. Gerade St. Pauli, die haben so viele Abgänge. Deswegen glaube ich einfach, der HSV, der muss einfach jetzt mal aufsteigen. Das kann nicht sein. Und Mann der Saison beim HSV wird nicht Klatzel oder sonst was sein. Für mich wird es Suhonen sein. Der wird komplett alles rasieren, wenn er von seiner Verletzung zurückgekommen ist. Und ja, das wünsche ich mir einfach so sehr. Klar, der HSV schwächelt immer mal wieder, aber ich glaube, Glatzel wird sehr, sehr viele Dinge reinmachen. Kittel hoffe ich zumindest, dass er mal ein bisschen was abrufen kann von der Vorsaison, von der Hinrunde her. Und im Mittelfeld sind die dann richtig, richtig gut aufgestellt mit Reis, Meffert und Suhonen und jetzt eben Laszlo Benes. Platz 1 geht für mich einfach an, ja, Ich kann sie eigentlich schon nennen, die Unbesiegbaren. Denn ich glaube, Fortuna Düsseldorf wird, ich glaube, kein Spiel in der zweiten Liga verlieren. So, die werden sowas von unglaublich stark durchmarschieren. Natürlich auch mal unentschieden spielen und alles. Aber die werden einfach, also ich sehe das nicht, wie die verlieren können. Gerade Daniel Thun hat irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist der passende Trainer. Das Spielsystem, die Spieler, wie sie eben Fußball spielen, das ist einfach unglaublich, unglaublich stark. Und die werden Meister, die werden aufsteigen mit einer 6-7 Punkte Differenz. Zwischen Hamburg und Nürnberg wird es vielleicht einen Punkt Differenz geben oder sogar nur das Torverhältnis zählen. Aber bei Düsseldorf, der wird sowas von der klare Ligameister werden. Das ist für mich, geht eigentlich nicht anders für mich. Deswegen, so sieht meine Tabelle am Ende aus. Schreibt schon gerne in die Kommentare, wie sieht eure aus? Das würde mich brennend interessieren. Gerade zweite Liga ist natürlich interessanter, weil in der ersten Liga ist ja meistens Bayern Erster und die üblichen Verdächtigen eben oben. In der zweiten Liga kann man immer mal wieder zum Beispiel auch ein Magdeburg auf Platz 10 stellen oder sogar auf Platz 1. Deswegen schreibt mal gerne in die Kommentare. Ich würde mich liebend gern über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kick On.